Ja, hallo liebe Moped-Freunde. Ich bin mal wieder unterwegs und nehme euch mal mit heute im Januar, am 19. Januar 2024. Das ist meine erste Tour in diesem Jahr. Und da habe ich mir gesagt, ach, wir haben draußen 0 Grad, aber ich halte da nicht mehr aus. Ich muss mal eine Runde drehen. Schön warm angezogen. Sprich lange Hose, noch eine Motorradhose, eine gefütterte, eine Jacke gefütterte und so weiter. Schöne dicke Handschuhe. Und dann funktioniert das. Ja, ich habe heute eine Tour gemacht von rund 40 Kilometern. Man wundert sich immer, wie schnell diese Kilometer zusammenkommen. Und bin eine knappe Stunde gefahren. Ja, hier auf dem Weg ist so meine Hausrunde. Fahre ich jetzt eher von der Grafenmühle ganz gemütlich. Bin aus Gladbeck rausgefahren dann. Und dann über Kirchhellen. Und fahre jetzt mal wieder in das Gebiet rein, der Grafenmühle. Ist natürlich nichts los. Trotzdem möchte ich einfach mal das Gefühl haben, mal wieder dabei zu sein und mal schon dieses kleine Glücksgefühl erfahren, wie das ist, dort wieder hinzufahren, wenn das Wetter schön ist und dass man was trinken kann. Freunde besuchen oder Gleichgesinnte, das ist dann toll. So, jetzt biege ich mal wieder links ab hier. Von mir aus sind das hier 15 Kilometer von zu Hause, also für mich eigentlich ein Katzensprung, hier hinzufahren. Und jetzt genießen wir mal die kleine Rundtour hier rechts rein in den Motorradtreff. Hier gibt es eigentlich viele Parkplätze im Sommer, da hat man überhaupt kein Problem. Hier vorne oder im hinteren Bereich, wo jetzt die PKW stehen, kann man sich gut einreihen. Ja, was mir aufgefallen ist hier noch bei der Rundfahrt, einmal hier rum, dass hier ganz viele Minigolfplätze sind, so dass man sich hier mit der Familie oder Freunden, Bekannten ein bisschen austoben kann, einfach mal Spaß haben, ein bisschen lachen und Freude haben. Ja, wie gesagt, hier ist noch alles weiß, hat aber hier nicht mehr weiter geschneit, so dass die Straßen auch bei 0 Grad war gar kein Problem, die sind nur nass und da können wir gemütlich durchfahren. Ja, was ich noch sagen wollte, worum geht es eigentlich heute hier? Ich möchte mal darauf hinweisen, auf den nächsten Freitag, den 26. Januar um 20 Uhr, findet der Live-Chat statt. Das hat der Gazi on Tour und auch der Vespa Lifestyle Aachen ins Land gerufen. Und das hatten wir schon mal letzten Monat, einen tollen Livestream, der ging so 2, 2,5 Stunden. Kann man Fragen stellen, sich einbringen, wenn man will. Das ist eine ganz tolle Sache. Dazu kommt diesmal noch der Kollege der Appi. Ich verlinke euch mal die ganzen drei in meine Videobeschreibung unten, so dass ihr da auch diesen Link finden könnt, damit ihr seht, dass dieser, damit ihr es auch nicht verpasst. Es geht hauptsächlich einmal um den B196, ob sie es lohnt, den A-Führerschein A2 oder den A-Führerschein und den B196, den habe ich ja gemacht. Ja, da kann man natürlich mal Fragen stellen und die Jungs mal Rede und Antwort sollen sie mal dabei sein. Der Roland von Vespa Lifestyle Aachen, der hat ja im letzten Jahr mit seinen 60 Jahren nochmal den A-Führerschein gemacht nach dem B196 und hat jetzt natürlich alle Freiheiten, überall rumzufahren mit allen Maschinen, die es gibt und auch zusätzlich im Ausland. Da sind wir natürlich mit dem B196 sehr eingeschränkt und auch, soviel ich weiß, mit diesen Dreirädern. Es geht übrigens auch um die Dreiradroller, weil der Appi, auch in den Link in der Videobeschreibung, das ist der Harald, der sich darum kümmert, so ein bisschen einzubringen. Der hat den Tricity 300 und möchte euch den natürlich auch ein bisschen vorstellen und hat sich auch dieses Jahr für den A-Führerschein angemeldet und bin auch ganz gespannt, wie er das durchzieht. Ich denke mal, im Sommer wird er das locker geschafft haben und dann stehen ihm auch alle Türen offen. Bei mir ist das irgendwie eher nicht so der Fall. Ich bin sehr zufrieden nach wie vor mit der MP3 300 und wenn ich hier auf dem tollen Roller sitze, da bin ich einfach zufrieden. Ich genieße die Power von dem Roller, ich genieße die Ruhe, diesen Sound, den ihr leider nicht hören könnt, weil ich die Technik hier noch nicht habe. Aber das kann sich ja noch demnächst ändern.
So, ja, B-Führerschein und das B196, dass man den machen darf, das wisst ihr ja. Und hier mit den drei Rädern dürft ihr mit dem Autoführerschein fahren, sofern ihr 21 Jahre alt seid und den Führerschein vor 2013 gemacht habt. So, also da könnt ihr noch mal reingucken, ob ihr da Spaß habt. Fahrt mal so ein Ding Probe. Und dann wird ihr wundern, wie toll das Ding geht. Ja, wenn ihr übrigens zur Fahrschule geht, auch den B196 macht, da ist es so, dass das nicht einfach nur anmelden ist und ich kaufe mir einen Helm. Nee, damit ist nicht getan. Ihr müsst die volle Sicherheitskleidung haben, die auch ein Motorradführerschein braucht. Sprich Jacke mit Rückenprotektoren, Schulterpolstern, und so weiter. Eine Hose mit Protektoren braucht ihr. Ihr braucht hohe Stiefel und ein Vollintegralhelm. Ein Jethelm reicht da nicht aus, denn ihr macht ja Fahrübung erstmal. Wenn es da zum Unfall kommt, dann hat der Fahrlehrer keine guten Karten. Also von daher wichtig für euch: Schutzkleidung erstmal kaufen, falls ihr das machen wollt, und diese Schutzkleidung wirklich gut wählen. Ich habe auch nicht die teuerste genommen, muss auch nicht sofort sein. Aber bitte kauft die Sachen, bevor ihr in der Fahrschule anmeldet und das machen wollt. Und auch hier beim Rollerfahren, beim Dreirad-Rollerfahren. Nicht einfach, ich fahre jetzt ohne Handschuhe und so weiter. Sicherheitskleidung ist das A und O. Wobei ich auch natürlich sagen muss, ich fahre oft auch gerne mit Jeanshose, weil es halt bequemer ist. Aber sollte man nicht unbedingt mal machen. Also definitiv Jacke, Handschuhe, Rückenprotektoren ist immer dabei. Hier könnt ihr auf den B, auf den Dreiradroller sofort aufsteigen, Probefahrt machen mit eurem Führerschein. Ihr seid 21 Jahre alt und fahrt einfach das Ding und fertig. Bei dem B196 sind da ein paar Einschränkungen, da müsst ihr schon mal 5 Jahre einen Führerschein haben, ja, damit ihr überhaupt in den Genuss des B196 kommen dürft. So, was haben wir bei den B196? Ist dann interessant, dass man halt keine Prüfung machen muss und keine Theorie lernen muss, sondern einfach nur den Theorieunterricht macht und dann 5 Fahrstunden, a 90 Minuten und auf dem Übungsplatz erstmal, und dann zieht er das locker durch. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wenn man diesen Schein, dann bekommt man nachher noch einen Schein, mit dem geht man dann zum Straßenverkehrsamt und bekommt den Eintrag in den Führerschein. Der bekommt hier so rund, ja, ich glaube 2, 3 Wochen später wird der Führerschein einem zugeschickt. Du kannst den abholen direkt, wenn du möchtest. Da zahlst du ein paar Euro weniger Gebühren. Und wenn sie ihn zuschicken, dann kannst du auch deinen alten Führerschein, dann kriegst du da einen Führerschein. Du musst ja deinen abgeben beim Straßenverkehrsamt, einen vorläufigen, sodass du natürlich auch sofort weiterfahren kannst. Ist halt soweit alles eingetragen und dann kannst du sofort loslegen. Und dann kriegst du deinen Führerschein in 2 Wochen und dann kannst du mit dem B196 alles fahren, was du bis 15 PS und 125 Kubik möchtest. Also ich finde das gut und es war nicht ganz billig. Bei mir in der Fahrschule war es dann 900 Euro plus der Eintrag. Kam ich auf rund 980 Euro mit dem Führerschein, der mir nach Hause geschickt worden ist, bin ich aber sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz habe ich ja mich für den MP3 300 entschieden. Meine Frau möchte auch gerne mal mitfahren und dann haben wir überlegt, ja, der hat ein bisschen mehr Power und eine kleine Maschine könnte man sich ja später immer noch dazu holen. Und wenn man schaut, ich mag das gern, dass er Automatik hat und düst ein bisschen rum. Ja, wir sind hier gerade hier vom Grafenmühle zurückgekommen auf dem Rücktour. Fahren jetzt noch mal Richtung, kurzes Stück Richtung Galen. Und dann biegen wir links ab nach Dorsten. Das ist so meine Hausstrecke. Die fahre ich unheimlich gerne. Da hat man schön langgezogene Kurven. Und dann ist man wieder so ein bisschen drin. Und zack, hat man schon wieder. Am Ende hatte ich dann 40 Kilometer drauf. Ja, Batterie ist dann wieder vollgeladen. Also ich habe in 3 Wochen gar nicht bewegt. Und in 3 Wochen, nach 3 Wochen jetzt, habe ich gesagt, fahre ich mal wieder. War ein Knopfdruck, Maschine sofort gestartet.
Überhaupt kein Problem, braucht man noch nie Batterie ausbauen oder irgendwas. Man kann direkt loslegen, man kann losfahren, nach warm anziehen. Und demnächst kommen ja die blauen Wolken wieder. Blauer Himmel, blaue Wolken. Kommt der blaue Himmel mit ein paar schönen Schäfchenwolken und ein bisschen wärmer. Dann kann ich dieses Jahr noch den Roller viel mehr genießen wie im letzten Jahr, weil da hatte ich ja den erst Ende Juni bekommen. Und jetzt kann ich direkt loslegen. Bin auch froh, dass ich den auf das ganze Jahr zugelassen habe. Und da kann ich das ganze Jahr mitfahren. Und zwischendurch, auch wenn es mal 3 Wochen vergehen, aber vergeht keine 3 Monate oder 4. Das ist natürlich schon eine schöne Sache. Ja, was möchte ich sonst noch sagen? Also ich packe euch nochmal den Link von den dreien in meine Videobeschreibung, so dass wir nächste Woche am 26. Januar 20 Uhr seid bitte dabei und guckt euch den Livestream an. Das ist wirklich eine tolle Runde, super Spaß macht das und ich werde auch dabei sein, aber halt auch nur im Hintergrund. Ich werde da natürlich mich nicht einklinken. Ich habe auch nicht die Webcam, die passende dazu. Da braucht man schon eine hochauflösende und hier mein PC hat wohl nur eine normale. Ja, also wie gesagt, jetzt genieß hier noch mal ein bisschen die Fahrt und ich werde jetzt noch ein bisschen Musik hier einblenden und falls euch das ganze Gequassel mal nicht gefällt, macht den Ton aus bei YouTube und dann könnt ihr einfach eure eigene Musik hier einspielen. So, ich sage es mal bis gleich. Tschüss.